Hallo liebe Pferdefreunde und willkommen zurück zu meiner Let's Play von Die Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs. So, wir haben ja erfolgreich das Turnier geschafft, was ja sehr gut war, obwohl ja auch Springen dabei war, ne? Springen und ich und Springen, ja. Nichtsdestotrotz muss ich gleich einmal ganz kurz nochmal reingucken, was eigentlich unser Ziel ist. Pflücke 2 Kräutersorten, die von den Pferden auf der Hochebene gefressen werden. Zone 1. Achso, ja, okay, das sollten wir nochmal machen. Aber zuerst wollte ich nochmal zu unser Fohlen hin, was wir selbst gezüchtet haben. Auch wenn es halt eben eigentlich nicht mehr das ist, was es mal war, aber naja. Tut mir wirklich noch leid. Aber nichtsdestotrotz, nein, wir wollen nicht dich. Ich möchte dich pflegen. Möchtest du dein Fohlen pflegen? Ja, möchte ich. Und danach sammeln wir die Kräuter. Aber ich wollte erstmal auch noch, dass unser Fohlen einfach mal wieder groß wird. So, möchtest du die nein, wir brauchen die Anleitung nicht mehr. Wir können schon alles. So, ich möchte auch, wenn eigentlich... Ich bin immer die seitige Bürste. Wo hast du dich nur rumgewälzt? Mal gucken, wie es hinhaut. Achso, ich brauche ja gar keinen Knopf drücken. Jedes Mal drücke ich immer die linke Maustaste. Dabei funktioniert es ja auch so. Na, das ging ja immer schnell. Du wirst wunderschön sein. Achso, Bürste dreckig. So, das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir dich nur noch waschen und dann darfst du auch wieder rumlaufen. Klasse, Fifi hat jetzt ein glänzendes Fell. Die Wachstumsanzeige füllt sie. Oh, das ist doch schon mal perfekt, nämlich. Das wollen wir auch erreichen. Nein, wir brauchen zum Waschen auch keine Anleitung. So, welchen nehme ich denn mal? Samthandschuh. Wir fassen dich mit Samthandschuhen an. Jetzt machen wir dich mal hübsch. Das bist du nie immer so groß wie die anderen. Das geht ja immer ein bisschen schneller. Als wenn man die großen Pferde irgendwie immer putzen muss und so. Und die auch wirklich ein bisschen größer sind, ne? Als so ein kleines Fohlen. Ein Fohlen ist halt eben immer noch kleiner. Du wirst blitzsauber sein. Ich meine, das Fohlen sieht natürlich auch süß aus, ne? Also, gar keine Frage. Aber ich hätte trotzdem noch ganz gern unser altes Fohlen eigentlich. Aber naja. Leichter Schlauch. Den hatten wir schon mal. Haben wir den auch schon mal? Dann nehme ich mal den robusten Schlauch. So, da glänzt du schon mal. Oh, bist du etwa müde? Es ist bald vorbei. So, jetzt darfst du auch schlafen gehen. Toll, Fifi hat ein seidiges Fell. Die Wachstumsanzeige füllt sie. Juhu. Nein, wir brauchen das Schwättchen erstmal nicht mehr putzen. Aber ich wollte nochmal jetzt gucken, wie es unserer Freundin geht. Beobachten. Fifi. Stutfohlenwachstum. Oh ja, Sauberkeit. Ja, ganz sauber. Was ist eigentlich mit der? Oh, die ist total tricky. Mag hochebene Früchte. Bei dir steht das ja noch nicht, ne? Nee. Ja, weiß nicht. Vielleicht machen wir dich auch irgendwann mal sauber. Irgendwann mal. Mal gucken, wann. So, aber zuerst möchte ich hier losreiten. Hier, nimm mir den hier. Den Chiama. Ah nee, das ist ja geil. Ach, wie hieß der noch? Rusty, ne? Oder Rust? Ja, wieso? Haben wir diese ganzen Namen hier. Aber jetzt wollen wir doch erstmal hier die Fruchtdinger holen. Die Kräuter und so. Für Nina. Mal gucken, wo die überhaupt sind. Können wir da nochmal rüberspringen? Ja. Und da nochmal, komm.
Auf die Hochebene. Da wollen wir ja auch hin. Reitet ihn lang, gehen. Und komischen Reittier, wenn ich das nicht mache. Ach, alles muss man selbst machen. Hey! Ah, ich muss wohl hier entlang, um die Kräuter zu finden, die die Pferde fressen. Wo entlang? Ja, aber hier waren... Also hier, du warst doch hier auch schon mal lang geritten, du. Naja, ich sag dazu nichts. So, dann müssen wir hier entlang und darüber. Oder hier waren wir doch schon mal. Ja, mit glaube ich doch. Ja, Stiam hat auch gefunden. Weil hier doch hergelaufen ist. Und jetzt fragt sie sich so, ah, da muss ich ja lang. Naja, okay. So, da vorne ist schon mal ein Feier, also müssen wir da hin. Oh, ich finde das mal noch so toll. So, Flicken. Hochebene Kräuter gepflückt. Ja, aber wie viele sollten wir? Sollten wir nicht noch ein paar mitnehmen? Anscheinend irgendwie nicht, ne? Pflücke zwei Kräuter, sollen die von den Pferden auch da. Ach so, okay. Wahrscheinlich müssen wir dann noch welche suchen gehen. Ja, gut, denn. Das sind, glaube ich, einfach nur so welche. Ach, da hinten. Gefunden, gefunden. Wow! Ich und diese Stops. Hochebene kommen. Lili, Nina, alles klar, ich habe die Kräuter von der Hochebene. Nina, sehr gut, Lili. Du hast dich echt beeilt. Jetzt nur nicht nachlassen. Komm zu mir in die Berge. Der Weg dorthin ist frei. Geh zu Nina. Ja, gut. Ich habe mich total beeilt. Ne? Ich habe auch mich noch ums Fohlen gekümmert, ne? Und so, aber ich habe mich ja beeilt. Hopp! So, jetzt können wir auch sogar mal woanders hinreiten. Das ist auch schön. Endlich hat Leon das mal hinbekommen. Ja, oh, der hat auch echt dafür Zeit gebraucht irgendwie. Achso, naja. Man kann auch einfach durch Gebüsch reiten. Ich springe weit eben hier rüber. So, rum hier. Schneller. Und dann, achso, hier. Zeige hat ihm zwar mal nicht den Sprung mitgenommen, aber man muss es ja auch nicht immer, ne? In die Berge. Ach was, sind wir da schon? Mensch, das ging ja schnell. Muss ich wirklich sagen, das ging jetzt aber wirklich schnell. Hm. Ach, schade. Oh, wie cool. Ach, das ist ja cool hier. Aber wahrscheinlich können wir dann nicht abschaffen. Wäre auch gemein fürs Pferd. Meine Güte. Mal diese Aussagen, ne? Ja, guck mal, da könnten wir mal gut haben. Ob unser Pferdchen noch und wir selber auch noch leben, das ist natürlich eine andere Frage. So, müssen wir da noch geradeaus heilen? Ja, müssen wir. Gut. Mensch, ich bin so begeistert irgendwie hier gerade von. Oh, nochmal durchs Wasser. Ja. Ach, wie das aussieht, ey. Oh. Oh, das muss ich mal ganz kurz irgendwie mal wirklich genießen gerade. Nee, das ist doch wirklich total himmlisch hier. Ach, da ist er, Nina.
Dann gehe ich mal zu Nina, Pferdchen. Rede. Nina. Gut, Lili, jetzt brauche ich 2 Pflanzen von hier. Suche am besten an der Stelle, wo die Stuten grasen, damit ich ihre Ernährung kontrollieren kann. Pflücke 2 Kräutersorten, die von den Pferden in den Bergen gefressen werden. Ah, hier, komm. Achso, da vorne war ja schon, ne? Und da hinten auch. Naja, aber mit dem Pferdchen geht's ja doch ein bisschen schneller. So. Komm. Vor allem kann ich ihn nochmal durch den Fluss. Oh, da hinten ist ja auch ein Pferdchen. Und da, oh, da liegen sie alle. Oh, wie das aussieht, ich muss mal ganz kurz irgendwie. Oh, jetzt hat er aufgehört zu tragen. Oh, wie langsam sie auch absteigen, ne? Ist ja echt bedachtlich, ne? So, pflücken. Naja, okay, dann renne ich jetzt mal selber da hinten hin. Ist ja auch mal ganz interessant wahrscheinlich. Man hier mal so selbst rumrennt. Also immer nur reiten. Das sieht irgendwie voll toll aus, auch hier so durchs Gras. Also okay, das schwingt halt eben nicht so schön mit oder so, ne? Und aber es sieht trotzdem schön aus, meine Güte. Pflücken. So. Jetzt aber. Jetzt reite ich aber wieder zu Nina. Komm. So, Nina, ich habe deine Kräuter gepflückt. Nina, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Aber ich hätte da noch eine Bitte an dich. Könntest du von einer dieser Stuten eine Speichelprobe besorgen? Aber natürlich. Wenn es natürlich nichts anderes gäbe. Na, dann muss ich erstmal gucken, was für eine Stute oder wo überhaupt eine Stute gerade ist. Rose. Und der? Achso, die kann ich also auch nehmen. Naja. Oh, eine wilde Stute. Wir werden schon bald gute Freunde sein. Sicher? Du bist wohl ein harter Brocken. Oh. Ich ducke mich, damit er mich nicht als Bedrohung wahrnimmt. Damit sie mich nicht als Bedrohung wahrnimmt. Ja. Bestimmt fragst du dich gerade, wer ich bin. Ich finde immer diesen Blick voll toll. Ich bin ganz harmlos. Sieh doch. Endlich schenkst du mir ein bisschen Vertrauen. Ich muss meine Freude zeigen. Aha, jetzt kannst du wohl nicht mehr ohne mich auskommen. Los, komm noch ein bisschen näher. Oh, wir haben's geschafft. Oh, wie süß. Oh. Annäherung erfolgt. Vertrauensgewinn jetzt möglich. Aber ich möchte doch eigentlich nur die Speichelprobe. Probe entnehmen. So, habe ich gesammelt. Weil du es ja nicht hinbekommst, Nina, ne? Ich muss ja hier alles machen, wenn du da unten nur rumstehst. Ja. Ja, ich laufe durch Wasser. Platsch, platsch, platsch.
So. Ja, ich möchte ja mit Nina reden, nicht mit meinem Pferd. Rede. Mhm. Nina, gut, jetzt können wir auf die Ranch zurückkehren. Das alles muss jetzt nur noch untersucht werden. Ah, wirklich. Jetzt auf einmal können wir auf einmal zum Hof, ne? Natürlich. Zurück auf der Ranch. Nina, Lili, ich brauche ein bisschen Zeit für die Analyse. Könntest du dich derweil bitte um Oscar kümmern? Lili, einverstanden, aber sag mir Bescheid, sobald du die Ergebnisse hast. Pflege das Fohlen. Gut, dann fliegen wir nochmal eben schnell das andere Fohlen. Unser Fohlen haben wir schon gepflegt. Und wir haben ja auch noch Oscar. Mal gucken, was der eigentlich noch so für an Bedürfnisse und so hat. Dum-dum-dum-dum. Weg. So, Oscar, scheu. Du hast Oscar gezähmt. Zauberkeil. Oh, der ist aber wirklich ganz schön dreckig. Fliegen. Ja, bitte. Ich möchte das Fohlen fliegen. So, putzen. Nein, wir brauchen die Anleitung nicht. Ich vergesse das am Dorn. So, seidige. Ach, dann nehmen wir hier nochmal hier die Synthetik-Handbürste mal. Zeit zum Putzen. Oh, du hast hier aber wirklich ganz schön dreckig gemacht. Oscar. So hieß doch. Du wirst wunderschön sein. Ja, ja. So hieß doch Doi auch mal. Haben wir ein Pferd doch von uns, oder? Was ich doch vorhin mal als Let's Play von der Reitakademie nie gemacht habe. Nee, oder Let's Play mein Pferd, ne? Irgendwie war doch da mal was. Ja, von der Reitakademie. Stimmt. Da habe ich ja einen Kommentar bekommen, dass ich irgendwie Oscar falsch ausgesprochen habe. Anscheinend habe ich jetzt auch falsch geschrieben, bestimmt. Ich meinte aber Oscar. Meine Güte. Waschen. Nein, ich brauche dazu keine Anleitung. So, wir hatten einmal den hatten wir auch schon. Satin-Handschuh nehmen wir mal. Jetzt machen wir dich mal hübsch. Ja, er ist doch schon total hübsch. Ich weiß gar nicht, was du gegen Oscar hast, Mensch. So, dann auf die andere Seite. Du wirst blitzsauber sein. Naja, ja doch. Aber erst müssen wir ihn ja gleich noch abspülen. So kann er ja nun mal nie nochmal rumlaufen. Ne, Oscarchen. Da. So, dann hatten wir einmal ja den. Ja, den nehmen wir jetzt. Einfach den Plastikklau. So. Spülen wir dich mal wieder ab. Oh, jetzt bist du auf der einen Seite schon mal richtig sauber. Es ist bald vorbei. So, und auf der Seite auch. Guck mal, wie hübsch du wieder bist. Ein ganz hübscher Fohlen. Ein ganz hübsches Fohlen. Gratuliere, Oscar hat ein seidiges Fell. Ja, das freut mich doch. Können wir den eigentlich irgendwann mal wieder auswildern? Nina, das schwarze Kraut, das du mir vorhin gegeben hast, wo hast du es gefunden? Lili, das gibt es überall im Reservat. Nina, Lili, was ist denn, Nina? Nina, es handelt sich um Schwarzklee, eine Pflanze, die den östrogenen Haushalt der Stuten durcheinander bringt. Anders gesagt, er ist die Ursache für die Unfruchtbarkeit der Stuten. Hey! Und ist das heilbar? Nina, ich weiß nicht. Ich habe eine Serum vorbereitet, aber ich kann nicht sicher sagen, ob es die Wirkung den Schwarzklee aufhebt. Lili, wir müssen doch nur den gesamten Klee aus dem Reservat entfernen. Dann geht es den Stuten besser. Oh. Nina, leider hilft das auch nichts. Die Wirkung von Schwarzklee ist chronisch. Es genügt, ein Blatt zu fressen und schon ist man erkrankt. Es hat keinen Zweck, den Klee zu vernichten. Hätte ich das nur früher gewusst, dann hätte ich die Mushangs nicht hergebracht. Es ist alles meine Schuld. Lili, du hast doch gesagt, dass es schon ein paar Geburten gegeben habe, seit die Stuten hier sind.
Nina, ja, aber hauptsächlich dank der Stuten der Ranch. Vergiss nicht, wir brauchen Nachwuchs bei den Mustangs. Aber zunächst möchte ich, dass du dieses Serum an einer Stute auf den Feldern testest und anschließend bei einer aus dem Laubwald. Wie, okay, kein Problem. So, aber bevor wir das natürlich machen, möchte ich hier einmal eine Aufnahmepause machen. Ja, ich weiß, es kam euch sehr kurz vor. Es war auch ein bisschen wahrscheinlich kürzer. Aber nichtsdestotrotz. Und warum steht denn die da hinten? Sitzt da nur doof rum, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir wieder zuzugucken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn das heißt Let's Play Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs, über Kommentare, Abos und so, ne, würde ich mich voll freuen. Also, bis denn und tschüss!